leicht porös, ein bisschen rissig. Ich würde den Reifen so nicht mehr akzeptieren. Da fängt er halt an zu rosten. Je weiter man nach hinten kam, desto kritischer wurde es. Hier wird es ja interessant. Wir sehen, wir haben Riefenbildung. Festhalten. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, kannst du mit dem Ding nicht mehr fahren. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, das sieht nicht so richtig gut aus. Witzig. Wir sind heute in einem Wald bei Jena und wir haben einen Braunbären mitgebracht, den Skoda Kodiaq. Ein tschechisches SUV, was auf dem MQB, also auf dem modularen Querbaukasten von VW aufbaut. Also im Grunde genommen ein Golf, nur damals in seiner größten Ausbaustufe. Ja, Skoda war früher immer so ein bisschen die tschechische Günstigmarke von VW. Das hat sich ein bisschen geändert. Mittlerweile sind die Preise auch angezogen. Insofern hat man bei Skoda jetzt nicht unbedingt immer den billigeren VW, sondern einfach, ich würde mal sagen, sowas wie den praktischeren VW. Wir wollen mal gucken, was der gebrauchte Skoda Kodiaq heute noch drauf hat. Und dafür haben wir natürlich dabei Johannes vom TÜV Thüringen. Mein Name ist Johannes Obenauf, komme aus Kamsdorf und ich bin Prüfingenieur beim TÜV Thüringen. Wir machen einen TÜV-Gebrauchtwagen-Check mit diesem Skoda Kodiaq und ich würde mal sagen, wir machen erstmal eine kleine Probefahrt und dann geht's zu dir auf die Hebebühne, oder? Genau, dann bocken wir den Bären mal auf. Wir haben jetzt uns das Auto noch nicht großartig angeguckt, sondern sind direkt eingestiegen und losgefahren. Was fällt dir so zuerst auf, wie ist dein erster Eindruck? Erstmal optisch sieht er ja ganz gut aus. Alles funktioniert bis jetzt, Navi läuft auch. Also ich hoffe mal, wir verfahren uns nicht. Wir hatten den Skoda Kodiaq bei uns im 100.000-Kilometer-Test. Und da muss man sagen, hat der Kodiaq extrem gut abgeschnitten. Also der hat tatsächlich nur ganz, ganz wenig Schwächen gehabt und hätte sogar eine 1 Plus am Ende verdient gehabt, wenn nicht ganz kurz vor Schluss noch ein Sensor ausgefallen wäre. Ja, wir haben jetzt hier die Sportline-Ausstattung. Also das ist schon die höherwertige Ausstattung. Das merkt man. Natürlich hat man für jedes Fahrzeug seine spezifischen Mängel. Also dann Bremse, ja, die Querlenkerbuchsen. Hardyscheibe. Das sind solche Sachen, da guckt man dann als erstes hin. Ja, und ich würde dann einfach mal sagen, wir beschleunigen mal ein bisschen und bremsen dann einfach mal ab. Festhalten. Bleibt gerade in der Spur, das Lenkrad flattert nicht, das Auto vibriert nicht oder so, also ist gut. Ansonsten, was haben wir hier noch? Handbremse. Genau, wir haben ja hier elektronische Handbremse bzw. auch elektronische Hilfsbremse. Ja, das heißt, wir können ja während der Fahrt, falls unsere Betriebsbremse ausfällt, über den Hebel, über das Knöpfchen, das Fahrzeug wieder kontrolliert abbremsen. Wir machen es jetzt einfach mal. Wir nehmen natürlich erstmal die Last aus dem Motor raus, dass der schön rollen kann. Mhm. So, jetzt ziehen wir mal. Ja? Okay. Also wenn wir jetzt das wollen, machen wir da auch eine Vollbremsung mit. Ja. Was noch so ein Punkt ist, der hat ja ein DAB-Radio. Mhm. Und da gibt es manchmal das Problem, dass die Antennen an der Heckscheibenheizung mit sind. Das heißt, wenn du das DAB-Radio anhast und da ein Fehler drin ist, merkst du das, wenn du die Heckscheibenheizung gleichzeitig anschaltest, geht am Fang weg. Also da läuft schon mal was? Alle Infos und unsere Teile. Genau, und jetzt mal die Heckscheibenheizung dazu, da mitten auf dem Knopf. Heckscheiben. Läuft immer noch? Läuft immer noch. Ist schon mal nicht schlecht. Die Probefahrt war überraschend gut, muss ich sagen. Also für ein Auto, was 100.000 Kilometer auf der Uhr hat, war da im Grunde genommen gar nichts zu spüren. Also wir haben tatsächlich kein Poltern, kein Klappern, kein Knarzen gehabt. Der Kodiaq macht auf der ersten Fahrt hier einen ganz guten Eindruck. Aber die Frage ist natürlich, ob er diesen guten Eindruck auch auf den Prüfstand dann halten kann. Und deswegen sind wir gleich beim TÜV in Jena. So, Johannes. Was hast du jetzt hier vor? Der Hauptuntersuchungsadapter liest jetzt die Steuergeräte aus. Inwieweit ist denn die Historie nachvollziehbar? Wie viele Kilometer haben wir? Wie viele Kilometer sollten es sein? Passt das alles zueinander? Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man als Laie auch mal nicht ebenso machen kann. Deswegen gibt es ja diese Schnittstelle zwischen Fahrzeug und uns, dass wir überprüfen können, sind alle elektrischen Helferlein da? Funktioniert das alles?
Und wir lesen es aus. Und wenn man jetzt hier guckt, grüner Balken. Das sieht gut aus. Jetzt fahren wir in den Bremsenprüfstand rein, überprüfen die Werte mit HU-Adapter, dass der Druck auch zu den Werten passt und natürlich auch dann der Vergleich Vorderachse, Hinterachse. Vordere und Bremsen sehen gut aus, Werte passen, passt zum Druck und jetzt würde ich die Hinterachse machen. Du hast ja eine elektrische Handbremse, kein genau. Stock mehr. Richtig, wir haben hier elektrische Handbremse und natürlich auch elektrische Hilfsbremse. Die muss natürlich abstufbar sein, weil wenn man ja wie gesagt 200 fahren und da, man muss das Fahrzeug bremsen können, ohne dass was passiert, können wir jetzt einmal prüfen. Fünften Mal muss es blockieren. Er hätte hinten entweder mehr bremsen müssen oder der Druck hätte weniger sein müssen von der Bremse her. Mhm. Das heißt, die Bremse hinten ist zur Vorderachse zu schlecht. Bremse hinten eigentlich durch alle Marken gerade. Also das ist egal, ob VW, ob Seat, ob du Mercedes oder Mazda hast. Ja, Bremse hinten ist halt einfach zu wenig beansprucht. Es ist einfach oft sehr schnell, sehr rostig. Mich interessiert, bevor wir die Bremsen angucken, noch was anderes. Ist ja ein großes Auto, wir sollten mal hinten reingucken, oder? Dann machen wir das. So, dann machen wir den Kofferraum mal von hier auf. Gucken wir mal, ob gleich der Knopf geht. 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 Sehr gut. Was sehen wir hier? Hier ist echt viel eingeladen worden, ne? Ja, der wurde gut benutzt. Ja. Ja, durch die hohe Ladekante hat man natürlich auch immer wieder Abnutzungsspuren hier auf den Kunststoffteilen. Und man muss halt sagen, die sind halt trotzdem relativ empfindlich. Also wenn man da mal anstößt, ist mal schnell ein Kratzerchen drin. Je weiter man nach hinten kam, desto kritischer wurde es. Und man muss einfach sagen, der ist offenbar wirklich zum Transport genutzt worden. Also da waren viele, viele Kratz- und Schleifspuren hinten. Hier ist normalerweise eigentlich ein Hebel, mit dem man die Sitze umklappen kann. Der Hebel fehlt hier, das heißt, der ist offenbar kaputt gegangen. Vom Kofferraum aus könnte man natürlich auch die Anhängekupplung betätigen, also ja, dass die mal ausfährt. Einmal. Und die sollte ausfahren. Tut sie aber nicht. Habe ich so auch ehrlich gesagt noch nie gesehen bei so einem Auto, weil normalerweise kauft man sich ja auch einen Skoda Kodiaq, weil man eventuell mal was zieht. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Zugauto. Wenn wir schon einmal hier hin sind, bleiben wir gleich hier. Okay. Und zwar gab es bei dem Modell das Problem, dass die Rückleuchten an einigen Stellen nicht richtig verklebt sind und wir Insekten drin haben. Jetzt wollen wir noch mal gucken, haben wir welche? Also ja. Das ist tatsächlich was, was Kodiaq spezifisch ist in den früheren Jahrgängen. Ja, okay. Das ist leider so. Witzig. Natürlich muss man das Auto angucken, deswegen sind wir ja da. Es ist wichtig, dass die Leute wirklich zu uns kommen und sagen, okay, lass uns doch mal zusammen die Kiste angucken. Ich bezahle das Geld auch dafür. Ja, das hat man auf jeden Fall wieder, wenn man halt sieht, Anhängekupplung geht nicht. Ne? Eine Bremse, okay, ja, zwei, drei Sachen, die da noch ein bisschen kritisch sind, wo man ja immer irgendwo noch ein bisschen Verhandlungsspielraum hat. Müssen wir noch mal kurz über die Rückfahrkamera reden. Genau. Beim Einlegen Rückwärtsgang geht die ja automatisch mit an. Ja. Aber wir hatten dann immer mal ein flimmriges Bild. Entweder liegt es an der Kamera selber oder an der Verbindung vor zum Monitor. So, und jetzt gucken wir dem tschechischen Bären mal unters Fell, denn da drunter, da vorne, da ist ein Motor, der millionenfach verkauft wurde. Ein 2 Liter TDI, also ein Diesel. So. Da ist das gute Stück. Was sehr gerne auch angeknabbert wird von Moddern und was auch gerne kaputt geht hier, Unterdruckschläuche. Mhm. Ne? Und dann kann es halt auch mal passieren, der will nicht mehr. Auch dieses Jahr wieder waren viele Schäden wegen des kleinen Viehs da. Natürlich checken wir beim TÜV Thüringen auch jedes Mal bei der Hauptuntersuchung mit die komplette Beleuchtung vom Fahrzeug, weil es lichttechnische Einrichtung immer noch der größte Mangelpunkt ist. Ja, und natürlich auch mit dem Scheinwerfereinstellgerät sind die Lichter richtig eingestellt. Reifen sind von 28. Woche 2018. Das heißt, das sind die ersten Reifen? Ich würde den Reifen so nicht mehr akzeptieren. Leicht porös, ein bisschen rissig, also einmal neu. Ja, man muss auch mal bedenken, Reifen sind auch teuer, vor allem bei so einer Größe. Hier wird es ja interessant. Wir sehen, wir haben natürlich Riefenbildung. Ja. Mhm. Es ist auch ein Rost dran. Und im Bremsenprüfstand haben wir festgestellt, dass die Werte zwar rein von Achse her gepasst haben, aber im Vergleich zur Vorderachse nicht. Mhm. Ja, das heißt, er würde durch die Hauptuntersuchung durchfallen. Das heißt aber, wenn man ihn freifahren würde, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der länger gestanden hat, dann könnte es sein, dass die Bremse wieder funktioniert und dass er dann auch durch die HU durchkommen würde. Ist richtig. Es kann sein, man müsste natürlich gucken, wie sieht die Scheibe von innen aus. Wenn die natürlich komplett braun ist, dann kriegt man die nicht mehr frei.
Für diejenigen, die schon länger dabei sind, erinnert ihr euch noch an den Patienten Anhängekupplung? Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, das sieht nicht so richtig gut aus. Nee, also so verrostet, wie der Kugelkopf aussieht, hat die auch keiner benutzt. Was ich ganz spannend finde, ist, wie Johannes dann drauf guckt und sagt, der sieht gut aus für die Zeit, die er jetzt gefahren ist. Und wenn der dann drunter guckt, dann sieht er zwar genauso wie ich irgendwelche Stellen, die nicht mehr so schön aussehen, aber er kann sagen, ob das wirklich relevant ist oder nicht. Was mich ärgern würde, wäre zum Beispiel hier drüben die Stellen. Da, wo die Bleche übereinander sind, fängt er halt an zu rosten. Es sammelt sich die Feuchtigkeit drin, es ist keine Nahtabdichtung drauf. Also es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber man musste auf jeden Fall was tun. Ja, es ist wirklich so unterschiedlich. Man ist manchmal überrascht, dass Autos, die 3 Jahre alt sind, so bescheiden von unten aussehen. Und Autos, die vielleicht 10, 15 Jahre alt sind, von unten fast werksneu aussehen. Kommen wir zu meiner Lieblingsbremse. Ich weiß, es ist schwierig zu sehen, aber man sieht einen kleinen Rostrand, der Rest wird wieder heller. Ja. Gut, würdest du denn behaupten, das kann man so kaufen, das Auto, oder sagst du, nee, an der Stelle müsste tatsächlich was passieren? Bremse ist sicherheitsrelevant, da muss was passieren. Und jetzt heben wir ihn aus. Jetzt ist er schön ausgehoben, können wir uns die komplette Feder angucken, Stoßdämpfer anschauen, gucken, ob eventuell Spiel hier in der Lenkung ist und natürlich, ganz wichtig, ob die Querlenkerbuchse, die Dreieckslenkerbuchse wirklich in Ordnung ist. Die Querlenkerbuchsen, das wird halt teilweise noch ein bisschen von den Kunden so vernachlässigt. Das ist halt das, was man wirklich den Kunden immer sagen muss. Hier, das sind sicherheitsrelevante Teile am Fahrzeug. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, kannst du mit dem Ding nicht mehr fahren. Und jetzt mal da auf die Buchse und wie sieht die aus? Die sieht nicht so gut aus. Richtig, die kommt jetzt nämlich schon raus. Und das ist der Punkt, was jetzt ganz viele haben. Auf kurz oder lang ist die Buchse kaputt, rutscht raus und hat somit nicht mehr die Führung von dem Dreieckslenker. Und damit muss er ersetzt werden. Als Gebrauchtwagen würde ich sie so nicht nehmen. Und genau deshalb lohnt sich ein Gebrauchtwagencheck beim TÜV, denn dann hat man auch eine bessere Verhandlungsposition beim Händler. Wenn der Tscheche in jungen Jahren Probleme macht, dann bei der Achsaufhängung. Federn, Dämpfung und Lenkung werden dagegen kaum beanstandet. In Sachen Licht gibt es Bestnoten für den Kodiaq. Auch bei den Bremsen zeigt sich Skodas Groß-SUV unauffällig. Einzig der Verschleiß an Bremsscheiben kann über dem Durchschnitt liegen. Der Braunbär aus dem VW-Konzern und die Umwelt, das passt einfach zusammen. Für Auspuffanlage und Ölverlust gibt es ganz trocken Bestnoten. Fazit nach einem Tag mit unserem gebrauchten Skoda Kodiaq. Neu hat er mal 55.000 roundabout gekostet, jetzt soll er 34,8 kosten. Man kann das Auto definitiv kaufen, auch mit 100.000 Kilometern. Ja, aber für den Preis mit den Mängeln, Anhängekupplung, Bremse hinten, den Querlenkerbuchsen, auch das Flackern mit der Rückfahrkamera, würde ich den Preis nicht bezahlen. Wenn ihr euch für den Skoda Kodiaq interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne, was ihr von dem Auto haltet. Wenn ihr das Video mochtet, ihr kennt das Spiel, liken, subscriben, Glocke bimmeln. Wir beide, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück und diskutieren mal, wie viel das Auto tatsächlich wert ist. Macht's gut!